Hallo und herzlich willkommen zu Algona. Mit dem heutigen Video starten wir unsere dreiteilige Serie zur kompletten 3D-Prozesskette. Hierzu haben wir das Beispiel der Markisenabdeckung eines VW-Bus. Wir haben hier ein kaputtes Bauteil und wir haben hier noch das von der Form her erhaltene Bauteil von der anderen Seite. Wir werden dieses Bauteil mit unserem Artex Base Spider einscannen, es anschließend in der Software Geomagic Design X reverse engineeren, sodass wir also wieder ausdrucken können mit dem 3D-Drucker Markforged Mark II. Damit wir das Bauteil vollständig aufnehmen können, müssen wir es natürlich aus mehreren Positionen einscannen, damit wir auch wirklich alle Winkel erreichen und eine vollständige Geometrie abbilden können. Für den Scan gehe ich erstmal auf die Unterlage. Die wird automatisch als sogenannte Base erkannt und wird nachher dann im anschließenden Prozess automatisch rausgenommen aus dem Scan. Anschließend gehen wir auf das Objekt und schauen, dass wir da in einer grünen Schattierung bleiben. Das ist der Arbeitsabstand, also dass ich hier dann das Objekt hier in dem möglichst grünen Bereich einscannen kann. Mit dem Drehteller kann ich unterschiedliche Winkel anfahren und somit alle möglichen Bereiche des Objektes aus der Richtung erfassen. Nach Abschluss der 3D-Scans aus den drei unterschiedlichen Positionen werden wir als nächstes die folgenden Schritte durchführen. Zuerst stellen wir die Einzelscans vom Hintergrund frei. Das heißt, wir schneiden den Bereich raus, der nicht zum Objekt gehört. Dafür können wir auch ruhig die Bereiche etwas größer wählen und auch Bereiche vom Objekt selbst wegschneiden, denn wir haben redundante Daten erzeugt. Das heißt, wir haben auf der anderen Seite jeweils mit weiteren Scangruppen die Bereiche mehrfach aufgenommen und können somit relativ großzügig hier diese Freistellung durchführen. Beim Zusammenfügen der einzelnen Scangruppen wählen wir uns Punkte an, die schon in beiden Scangruppen zu sehen sind. Daran wird eine grobe Vororientierung ausgerichtet und der Prozess wird anschließend über die Software automatisch verfeinert und wir bekommen die Zusammensetzung der einzelnen Scangruppen, die wir dann in der globalen Registrierung noch verfeinern können. Bei diesem Prozess verwendet die Software sowohl geometrische als auch farbliche Merkmale, wodurch wir bei unseren Scannern keine Targets verwenden müssen, sondern einfach direkt mit dem Scan starten können. Anschließend werden die Ausreißer entfernt, sodass wir also nochmal eine Bereinigung der Punktewolke haben, die wir dann über kleine Dreiecksflächen in der Fusionierung, also in der Vernetzung, zusammenfügen können. Danach haben wir noch den Schritt der intelligenten Vereinfachung, wodurch also das Netz nochmal analysiert wird und gerade in den Bereichen, in denen wir feine Details haben, also starke Winkelübergänge von einem Dreieck zum nächsten, dort erkennt die Software, haben wir also feine Details und wir belassen die kleine Kantenlänge der Dreiecke. An anderen Stellen werden die Dreiecke größer gezogen, sodass wir auf eine kleinere Gesamtgröße der Datei kommen, die wir dann als STL-Datei exportieren können. So, mit dem Export der STL-Datei sind wir jetzt auch schon am Ende dieses Videos angekommen. In unserem nächsten Video schauen wir uns an, wie wir mit diesen Daten weiterarbeiten können im Bereich des Reverse Engineering. Bei Rückfragen zum Produkt oder zum Prozess können Sie gerne auf uns zukommen. Bis zum nächsten Mal.